Hallo? Die haben das erste Blut vergossen, nicht ich. Wer verdammt ist da? Hör auf damit! Ich leg jetzt auf, Arschloch. Warte. Sag mir nur eins. Erkennst du diese Sprüche wieder? Klar, das ist aus Rambo. Teil 1, oder? Ha! Ich wusste es! Du bist es wirklich! Wie bitte? Was? Was willst du? Ich will, was die da wollen. Was auch jeder andere wollte, der hier rüberging. Sein Blut vergoss und alles gab, was er hatte. Will von mir? Ich will, dass uns unser Vaterland genauso liebt, wie wir es lieben. Und was genau soll das bedeuten? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Naja, komm zu mir in meine streng geheime Basis. Ich brauche deine Hilfe. Streng geheim, okay. Du verrätst mir nicht, wo sie ist? Ja, gut. Peninsula, wenn du was ist denn das für einer? Was? Finde das Geheimversteck des Rambo-Fans Nummer 1? Was? Wir haben Taco-Man hier, wir haben jetzt einen Rambo-Fan hier, was zur Hölle? Okay, wir haben ja alles hier drin. Ich war da sogar schon mal. Ja, ich bin auf dem WC, bis später. Alles klar, Brownie. Sound ist gut, Stimme passt auch, Sync ist schon mal gut. Okay. Juan muss aufhören, meine Nummer rauszugeben. Oh, jetzt hat er auch noch dieses Stirnband. Ja gut, ob es jetzt zensiert ist oder nicht, dann siehst du halt ein paar Sachen weniger. Ja gut, das ist mir jetzt aber auch Schnuppe. Ja, musst du wissen, Keks. Und bei PS4, ja, das verstehe ich. Ich habe ein paar nützliche Infos. So. Bist du an meinen originalgetreuen Filmfallen vorbeigekommen? Nennt man das schon besessen? Ich hoffe, da ist ja die Unzensierte. Oh. Darf sie nicht kaufen, Selina. Wie gesagt, ich streame, ich darf das nicht unzensiert zeigen. Kann dafür richtig Probleme kriegen. Privat ist das was anderes. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Aber nicht im Stream. Weil es in Deutschland zensiert. Dann darfst du nicht einfach die unzensierte... Rezepte. Knalleier. Oh, das hat mich schon direkt überzeugt. Ich will das auch nicht unterstützen, die Uncut kaufen. Doch, du darfst es streamen. Ja, die zensierte Version, ja. Du hast was für mich? Dani, wir haben Waffen, Munition und die perfekte Gelegenheit. Riskier das auch nicht. Uns fehlt nur noch deine Erfahrung. Danke sehr. Ja, in Deutschland, ich streame aus Deutschland und ich darf nur die deutsche Version spielen. Nur weil man es aus Österreich oder so raus importiert, heißt es nicht, dass du es dann spielen darfst im Stream. Wer das tut, der macht da ganz lebgefährlich. Vielleicht so ein Test zu deinen Gletscher lese, mache ich mir ein wenig Sorgen, wir kommen heute Morgen und servus zusammen. Hallo Zombie! Machst dir ein bisschen Sorgen? Sehr schlechte Infos. Hab dich lieb. Oh, ich hab dich auch lieb, ja. Oh, jetzt habe ich den Rambo. Wie bist du an meinen originalgetreuen Filmfallen vorbeigekommen? Filmfallen? Ich bin einfach hier gespawnt. So, gucken wir mal. Rambo. Wenn ich das unter das Kissen lege, besucht mich Rambo dann in meinen Träumen? Alter, ist ja richtig Rambo besessen hier. Handschriftliche Wunschliste. Rambo 3-mal Buch, japanische Ausgabe. Limitierte Rambo-Brotdose aus den 1980er Jahren. Traut man Actionfigur mit austauschbaren Teilen für schmerzhafte Gesichtsausdrücke. Leinwandgetreue Perücke immer noch keinen Jahre erhältlich. Jemand kauft sie alle.
Was zur Hölle? Das ist die Brotdose? Wie geil ist das denn? Wie cool ist das denn? Huch, David! Dankeschön für 10 vergiftete Subs. Was ist denn jetzt schon wieder hier? Guck einmal weg und staune über diese Plakate und diese Fansachen hier. Dankeschön. An Bena Sonic, an Tillery, an Perplex, an Bruno Brecher, an Rich, an Luminium Krehe, an Celestria. Okay, da ist Zungenbrecher. Capilino, an Koyo DeWitt und an Christus. Ja. Dankeschön. Das ist sehr lieb von dir. Vielleicht nicht, aber nicht richtig gut. Geben fast alle eine Wertung im oberen 70er-Bereich, vor allem mit Tisch und Sozial in Krause. Das wird man ja sehen. Wenn sie einfach Bilder von Rambo hier abblenden? Ja, wenn sie das... Also die müssen das schon erfragt haben, dass sie es machen dürfen. Wahrscheinlich auch da was für bezahlt haben. Einfach so machen dürfte man das nicht. Also es muss... Das ist schon ein Deal. So. Dass sie so eine Mission mit rausbringen dürfen. Weil sonst wird es schwierig. Da haben sie es geklaut. Können wir los? So, so. Danny Rojas. Die Legende. Angeblich bist du Yaras John Rambo. Ich bin Silvio Morello. Rambos größter Fan. Ich habe die Filme 1000 Mal gesehen. Meine Sammlung ist die mit Abstand größte diesseits der Karibik. Ich habe sogar ein Stück Stoff, mit dem Stallone sich beim Dreh von Rambo 2 die Achseln ausgewischt hat. Ich erkenne einen Rambo, wenn ich ihn rieche. Und ich bin nicht überzeugt. Dieser Coronel Tissell ist ein FND-Wichser vor dem Herrn. Ich will, dass du ihn aufspürst und erledigst. Im echten Rambo-Stil. Tissell angelt gern. Aber heute wird er nur dein Messer... Das ist ja kein Hype-Train. Nee, da müssen noch 2 andere mitmachen. Ich würde es ja auch selbst machen. Immer 3 Leute. Weißt du? Aber irgendwer muss ja auf diese Sammlung aufpassen. Nimmst du die Herausforderung an? Glaubst du, du kannst Rambo sein? Ich will nicht Rambo sein, weil sonst nimmst du auch mein Tuch, wo ich mir den Achselschweiß abwische. Was ist mit dir? Man kann ja Fan sein, aber man muss... okay. Uiuiui. Huch, ja, wow. David, da hast du deinen Hype-Train. Da hast du ihn. Dankeschön, Pierre, für deine Vergiftung an Daviro und... Okay, danke für die 100 Bits. Ein Stoffstück mit Rambos Achselschweiß kommt dem Leichentuch von Jesus gleich. Das reimt sich ja sogar. Wenn man ihm einkaufen muss, Energy holen, die Nacht wird anstrengend. Oh, das ging nicht gut. Das erste Schweißtuch auch klauen. Gibst du, Lisa? Wieso? Ich kann auf ihrem Schweißkörper liegen. Okay, danke für nochmal 400 Bits. Wir haben die Suicide Squad Spiel gerade auf 2023 verschoben. David, was ist denn da los? Oh, die haben es auf 2023 verschoben? Das ist ja kacke. Oh Mann, darauf habe ich mich gefreut. Und David haut nochmal 10 raus und hat schon 44 Subs hier auf dem Kanal verschenkt. Heilige Scheiße. Vielen, vielen Dank. An der Ricky, an Dark Reno, an Dance und an Kuchen, an... Ich kann immer seinen Namen nicht aussprechen. SCS. Mal den Namen verraten, ich hab's ja vergessen, weil ich einfach ein Namensgedächtnis habe wie ein Aiki so. An Vapor, an Queenie, an Master Xevion, an Sharon Shadow, an Raktsugur. Alter, ich. Da sind ja noch mehr Sachen. Stefan, danke für die 50 Bits. Sense, danke für die 100 Bits. Der andere Stefan haut hier nochmal 5 Subs raus. Komm mal jemand daher hier. An Thomas, Decurion, an Lea Key TV, an Benny und an
Bugspray. Ja, ja, ja. Klaus, Klaus auch doch. Danke für die Vergiftung an Bronzeknecht. Kann ich schon nicht mehr. Warte mal. Und Master Xevion, ich sehe gerade, du hast mir ein Follow dagelassen. Vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen. Hallo Thor. 121, eine tolle Zahl. Es ist, ja, das ist schon heftig. Klaus auch schon über 100. Stefan auch über 100. David auch schon bei 44. Scheiße. Von den anderen rede ich gar nicht. Die haben noch mehr. Heilige Möhre. Letzten zwei LKWs, dann ist Ruhe für den Stream. Und Chloe? Oh, die soll's doch nicht! Ich glaube, ich muss Chloe in den Arsch vollhauen, aber so richtig so. Tsch, tsch, tsch. Chloe, vielen, vielen Dank für 5 vergiftete Subs. Obwohl du eigentlich sparen sollst. Tsch, tsch. Warte auf, du kriegst die Prügel noch. Was, auch schon 110? Alter! Oh hell yeah. Wow, du hast oh hell yeah. Das haben verschenkt an Fotomarv, an Captain Snufkin, an Yuri Rockstar und oh, oh. Du bist Minister für so. Hört doch mal auf, wie wir spielen. Was ist denn mit euch? So machen wir Level 5 auch noch voll. Aber. Ich weiß nichts von Sparen. Doch. Aber. Oh, hell yeah! Ja, das war sehr gut. Stefan auch nochmal 631 Bits. Und auch Ken auch nochmal 500. Hört ihr mal jetzt auf! Das ist aber eine wilde Party hier. Ja, ja, ich wollte eigentlich gerade spielen, aber jetzt ist denen mal eingefallen, einen Hype-Train zu machen. Liz fängt an zu spielen. Ich habe eine Stunde vorher mit euch gelabert. Eine ganze Stunde. Aber euch fällt es ein, wenn ich das Spiel anmache und eine Mission annehmen will. Toll! Ihr seid doof. So, das war's. Der Abend ist vorbei. Gar nicht zum Zocken gekommen. Ja, ich glaube auch. Ich kann jetzt gehen. Hallo, Captain Snufkin. Ich spare doch. Das war das erste Mal wieder in einem Monat. Ich spare. Das ist gut. Pat, pat, pat. Level 5 ist somit gut. Ja. 114% ist. David wollte doch. Ja, David hat das jetzt hier angefangen, bestimmt. Vielen, vielen Dank, wirklich. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Danke, dass ihr mich schon sprachlos macht. 114% nur, da geht noch was. Nein, Chloe. Psch. Wo sind die 1000? Die waren beim September. Hatten wir beim September nicht über 1000%? Das war krank. Ich erinnere mich nicht sehr gern daran zurück. Das war schon echt heftig. Warte mal, bis die 30 Sekunden da vorbei sind. Ja, und 605 Subs. Ja. Ja. Mamoshi geben. Mach das, Pia. Moment. Ah. Dori wartet genau noch, dass die letzten Sekunden eintreffen, damit er auch nochmal. Dankeschön, Dori, für deine Vergiftung an Onimura 1990. Das ist ein cooler Name. Dankeschön. Hype. Ich habe leider schon alle Level 5 Emotes gesammelt. Tut. Was habt ihr denn alles bekommen? Zeigt mal. Gut, tut nichts. Ich habe auch nichts mehr. Ich krieg da auch nichts mehr. Ja. Ja, diese Taube. Ist doch eine Taube, glaube ich, oder? Ja. Mein erstes Emote. Und direkt so ein Hype hier. Hype Evil. Das, ja, aha.
Aber ist ja von anderem Kanal. Oh nee, warte mal. Gehört das dazu? Wow, das passt zu Klaus auch noch, das Evil. Sagt immer erst Netz, mhm. Netz. Ey! Dankeschön für den Hype-Train, ihr verrückten Nasen hier. Peit. Arigato gozaimasu. So, ich nehme jetzt mal die Mission hier an mit dem Rambo-Besessenen. Ich bewerte deine Darbietung. Mit Filmzitaten kannst du ordentlich punkten. Was? Ich habe zwar Rambo gesehen, aber keine Ahnung. Gelange zum Angelgebiet des... Okay. Angelgebiet. Bin mal gespannt. Domo. Rojas, ich habe was Wichtiges vergessen. Du bekommst Bonuspunkte, wenn du Ticel am Ende den Spruch aus Rambo 3 zuflüsterst. Gott kennt Gnade, Danny Rojas nicht. Was hast du überhaupt gegen den Kerl? Okay. Persönliches? Also können wir machen. Was ist es? Ja, du wirst schon sehen. Hol dir anschließend seinen Schlüssel für später. Aber pass auf, er hat eine Menge Wachen. Das ist eine Schleichmission. Ich sollte den leisesten Amigo mitnehmen. Schleichen? Aber ich bin doch auch Rambo. Warum muss ich jetzt schleichen? Ich bin im Schleichen echt scheiße. Regen. Perfekt zum Schleichen. Weiß Gott, dass ich auf einer Rambo-Mission bin? Dani. Gott kennt Gnade. Aber Dani nicht. Das ist gefährlich. Eine Schleichmission. Okay, ich werde hier schon überall. Hier ist aber auch gar kein. Alter, hier ist überhaupt keine Deckung. Hier ist ja gar keine Deckung. Da ist auch noch so ein Sprengdraht. Danisan, oder? Mhm. Das sind. Uiuiui. Das bedeutet wahrscheinlich eine heimliche Herangehensweise und Kills mit der Machete. Okay, dann gehen wir mit einer Machete rein. Hallo, Mosi. Gott kennt Gnade, Eliza nicht. Tengo que encontrar al cup. So, im Rambo-Stil. Sie dürfen die Leiche nicht finden. Doch, können sie, aber sie dürfen uns nicht finden. Oh, das sind da viel zu viele. Hier markieren. Was für ein Arschloch angelt freiwillig im Regen. Kann ich auch einen Doppelkill machen? Ist einfach reingeflogen, den erschossen und weitergelaufen. Da noch mehr Sprengfallen. Jetzt los, schnell einkaufen. Alles klar, viel Erfolg, Chloe. Pass auf dich auf. Wir müssen Coronel Ticel etwas Tolles zu seinem Geburtstag besorgen. Warum? Er ist ein echtes Arschloch. Da habe ich was anderes gehört. Er stellt ihm Zirkel um meine Größe. Rambo genug? Ja, ich mit. Ja, mir auch. Auch Granaten ohne R sind auch Granaten. Mosi. So, der kommt jetzt hier rüber. Fehlt noch das blaue Licht. So, jetzt hier rüber, das ist auch. Jetzt aber. Achtung! Ach, scheiß auf Schleichen.
Jetzt mal so richtig Rambo. Ja, jetzt mal Marie Rambo hier. Hier kriegst du eine Granate in die Brust. Oder in den Mund, je nachdem. Ein Heli. Oh nee. Ach come on. Silvio, Coronel Tizel ist tot. Hast du den Spruch aufgesagt? Ja, sie. 100% jedes Wort. Ganz sicher? Ja. Ich hab Kampflärm gehört, aber vielleicht war es ja mehr Rambo 3 als Teil 1. Ja, ja. Ich gebe trotzdem Punkte dafür. Und wofür ist der Schlüssel? In Tizels Fort steht eine Kiste mit seinen wertvollsten Rambo-Devotionalien. Moment, soll das heißen, es gibt zwei irre Rambo-Superfans auf dieser Insel? Nicht mehr, Rojas, nicht mehr. Dafür sollte ich ihn töten? Du hast meinen größten Konkurrenten ausgeschaltet. Carajo, was mache ich da nur? Nein, der Videorekorder frisst meine einzige Kassette von Rambo 3. Ich rufe dich zurück, Rojas. Ich hab den jetzt ermordet, damit er die Nummer 1 ist. Ich versuche auch immer, sie aus meinem Geist zu bannen, Schätzchen. Geh Richtung Sierra Perdida. Entlang der Hauptstraßen an den Süd- und Westküsten findest du einige. Gut. Ich sehe genauer hin. Tu das und erschieß einen Faschisten für mich. Besos. Mua, mua. Du würdest mir Fragen stellen, bevor du Aufträge ausführst. Aber ich krieg Punkte. Nein, Mosi, nein. Nein. Der tut sehr weh. Kassette ist meine Hand im Rekorder stecken geblieben. Warum mache ich das alles gleich nochmal? Außer damit ich Yaras Rambo werde. Das weiß ich noch. Erinnerst du dich an Rambos Bogen? Mit den Sprengpfeilen? Natürlich. Der ist aus Rambo 2, der Auftrag. Ja, beeindruckend. Du bist nicht der einzige Rambo-Fan auf Yara. Tizel hat einen, der genauso aussieht und auch funktioniert. Wir Sammler nennen ihn den Rachebogen. Das Ding bedeutet mir einfach alles. Hol es dir und erledige die Truppen. Dann gehört es endlich mir. Das ist der letzte Teil deiner Prüfung, Rojas. John Rambo hat 552 Mann erledigt. Hol dir den Bogen und schlag den Rekord. 552? Witzig. Toller Witz, Mann. Das war doch ein Witz, oder? Oder? Hallo? Er antwortet nicht mehr. Oh je. Alter, was passiert? Ich laufe hier einfach so ganz gemütlich rum und alles explodiert. Ich verstehe aber nicht, warum. Ich habe nichts getan. Hallo Jost. Hallo Fono. Hat auch noch gegen Muffins als Zahlung, die sie dann annehmen. Metall. Ich habe Metall geklaut. Gehen wir mal weiter. Aber diese Nebenaufgaben finde ich jetzt zum Beispiel wieder richtig cool. Der Typ ist zwar ein bisschen weird, aber ansonsten ist es okay. Hier waren wir doch schon mal. Hier habe ich doch schon alle umgebracht. Warum muss ich jetzt schon wieder hier hin? Ist mit einer Pistole nicht so einfach. Runter.
Das ist das Fort. Dieser Bogen muss in einem dieser Räume sein. In einem dieser Räume. Warum gehen die alle runter? Was ist denn jetzt schon wieder explodiert? Was passiert hier? Assassin Stani. Leider kann sie aber nicht hochklettern. Das ist das. Also gerade wollte sie irgendwie nicht. Na gut, dann gehen wir mal hier rein. Bin mal gespannt, was als nächstes kommt. Ja, ich auch. Kann nur furchtbar werden. Ich soll mit dir reden. Hello again. Das habe ich vermisst. Welcome to the other side, genau. Sogar irgendwo noch eine Kiste. Hier sind aber noch mehr Gegner, ich höre die schon. Und hier so eine Alarmanlage eigentlich. Ich habe die vorher alle gekillt. Aber da oben. Wow. Der Pisser war ein noch größerer Rambo-Fan als Silvio. Na komm hier! Keiner entkommt uns! Personal Damage. Que coño? Kann bei mir in der U-Bahn schick jemand einen mit einem Rucksack mit animierten Zwinker-Emotes dabei. Was? Oh Gott. Schrecklich! Boah, das hat eine schöne Waffe. So, wo komme ich denn jetzt hier rein? Alles zu. Das ist aber auf der Ebene anscheinend. Ah, oh, oh. Alter, da ist ja ganz viel Rambo-Kram drin. Was zur Hölle? Oder irgendjemand? Egal. Scheiße, ey. Na, das ist mein Bogen. Was? Soll ich jetzt hier auch? Okay. Hier spricht Coronel Guillermo Tizel. Wenn Sie das hier hören, hat sich jemand an meiner Privatsammlung vergriffen. Und ich bin wahrscheinlich tot. Ich
Nie im Leben schaffe ich 552. Ach, das kriegen wir hin. Easy. Ja, wir sind hier nur eingedrungen. Mehr nicht. Kann bitte sterben? Das ist richtig. Das ist ein Buch für Lizzie. Ja. Wollt ihr einen Krieg, den ihr nicht gewinnen könnt? Ja, wollt ihr den? Kommt doch alle her, ihr Säcke. Hallo, Yuki. Oh, ich bin gerade erschrocken. Oh, die Munition ist alle. Nein. Okay, jetzt bin ich traurig. Gibt es die Munition? Töte 525. Alter, da steht da oben wirklich 525. Wird aber lange dauern. Ja, 502,5, ja, ist ja gut. Ist ja gut. Jetzt ist aber meine Schrotflinte weg. Nein, was mache ich denn dafür weg so lange? Das ist die Frage, muss ich? Ich muss es nicht machen, aber ich kann. Danny, Lagebericht, los! Ich bin sicher schon bei über 200. Die schummelt ja! Die schummelt ja! Wir haben wirklich schon 200 noch was. Ihr meint, das ist vorbei? Nichts ist vorbei! Töte für mich mit. In der Stadt habt ihr die Macht. Nicht hier, ihr Wichser! Ja, richtig so. Alter, das ist ein Heli. Keine Angst, keine Reue. Wow, Dani geht ja richtig ab jetzt hier. Ist hier noch Munition da? Ecke mit heißem Kakao. Oh ja! Kann ich die endlich abschießen, diese Kackdinger! Wie gefall ich euch als Rambo, ihr Drecksäcke? Dani geht ja richtig auf hier.
Eli. Die Mission gefällt mir, die ist super. Die ist echt super. Okay, hier haben wir Annäherungsminen, die werden gar nicht mal so schlecht. Vielleicht.